Wenn man sich bei den Jurassic-Filmen auf eines wirklich verlassen kann, dann sind es doch die epischen Endkämpfe zum Schluss. In Jurassic Park 1 haben wir den Kampf zwischen dem T-Rex und den Velociraptoren. In Jurassic Park 2 haben wir den Endkampf mit dem T-Rex in der Stadt oder eben auch der Kampf mit unserer Truppe rund um Ian Malcolm und Co. gegen die Velociraptoren. In Jurassic World haben wir den Indominus Rex gegen den T-Rex und Blue, den Velociraptor. Sogar in Fallen Kingdom, der ja von vielen als der schlechteste Teil der gesamten Reihe angesehen wird, haben wir einen ganz coolen Endkampf zwischen Blue und dem Indoraptor. Und in Jurassic World Dominion, dem aktuellsten Film, haben wir den Endkampf zwischen dem T-Rex und dem Giganotosaurus und ihm hier, dessen Name ich immer noch nicht aussprechen kann, obwohl er gar nicht so kompliziert ist. Terizinosaurus. Und jetzt wirst du dir zurecht denken, Tobi, hast du nicht Jurassic Park 3 vergessen? Na, die Sache ist halt, Jurassic Park 3 hat irgendwie keinen richtigen Endkampf. Eigentlich war ein Endkampf geplant gewesen und über den sprechen wir heute. Der Endkampf aus Jurassic Park 3, der sogar im Drehbuch noch vorhanden war, bei dem man sich aber während des Films dazu entschieden hat, den packen wir da nicht mehr rein. Was ich sehr schade finde, wir quatschen da jetzt drüber, was eigentlich passiert wäre. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Zu Beginn von Jurassic Park 3 sehen wir ja, wie Billy aus so einem 3D-Drucker eine Resonanzkammer eines Velociraptors ausdruckt. Mit dieser Resonanzkammer, so wird das im Film rübergebracht, kann man sich mit den Velociraptoren unterhalten, mehr oder weniger. Beziehungsweise, wenn man da reinpustet, macht diese Resonanzkammer bestimmte Geräusche, die sich anhören sollen wie Raptorengeräusche. Wo ich sage, nicht so ganz, irgendwie hören die Raptoren sich nicht so an. Und auch Dr. Alan Grant versucht dann ja zum Schluss des Films mit den Velociraptoren Kontakt aufzunehmen und ihnen quasi zu signalisieren, dass sie keine Gefahr für sie darstellen. Warum auch immer Mr. Kirby dann zu Alan Grant sagt, rufen Sie um Hilfe, habe ich bis heute nicht verstanden. Weil wenn er um Hilfe ruft, würden dann nicht noch mehr Velociraptoren kommen, die dann aber sehen, ey, das sind gar keine Raptoren, das sind andere Kreaturen. Ist irgendwie ein saubescheuerter Plan. Auf jeden Fall sehen wir, wie Grant mit den Velociraptoren kommuniziert. Das Ganze geht aber nur so Teil gut aus. Die Velociraptoren sind einfach nur verwirrt und greifen die Gruppe aber auch nicht an, weil sie eben die Eier bekommen. In der nächsten Szene sehen wir dann schon, wie die Gruppe rund um Alan Grant und die gesamte Kirby-Familie ohne Billy, der angeblich noch für tot geglaubt wird, an den Strand kommen. Und da ist dann der nette Herr hier mit dem Megafon, der einfach mal in den Dschungel rein brüllt und eben die Leute sucht. Was wir nicht gesehen haben, ist eine Szene, die eigentlich noch dazwischen kommen sollte. Also zwischen dem Gespräch mit Grant und den Raptoren und eben dem netten Herr am Strand. In dieser Szene sollte die Gruppe, genau wie jetzt eigentlich auch zum Schluss, an die Lichtung kommen. Also sie kommen aus dem Dschungel heraus auf eine Lichtung. Auf diesem flachen Grund taucht dann plötzlich erneut der Spinosaurus auf. Dr. Alan Grant und Mr. Kirby und eben auch Mrs. Kirby und der junge Kirby, Eric, flüchten daraufhin auf einen Kran. Genau, derselbe Kran, den wir eigentlich in der Szene davor hatten, aus dieser Wasserszene. Diese Szene wäre ursprünglich im Skript auch anders abgelaufen. Da hätte es einfach diesen Kran nicht gegeben, sondern Mr. Kirby hätte quasi den Spinosaurus einfach nur am Rande dieses Sees auf sich aufmerksam gemacht, nicht von diesem Kran aus. Dieser Kran wäre erst später im Film aufgetaucht, nämlich eben genau jetzt, wo Mr. Kirby dann auf dem Kran oben den Spinosaurus ablenkt. Als Alan mitbekommt, dass das aber eine gar nicht so geniale Idee ist, weil der Spinosaurus eben auch direkt darauf anspringt, Mr. Kirby dann keinen Schutz mehr hat, kommt ihm eine Blitzidee. Und diese Idee finde ich sehr interessant und hätte ich eigentlich doch irgendwie gerne im Film gesehen. Ich weiß, das ist kompletter Trash, was jetzt kommt, aber irgendwie wäre das doch cool. Vor allem hätten wir ja einen Storyaufbau für diese Szene gehabt. Im Skript war es nämlich eigentlich so beschrieben, dass Dr. Alan Grant erneut diese Flöte aus der Tasche holt, mit der er die Velociraptoren irgendwie beeinflusst hat oder immerhin verwirrt hat und dann herausfindet, wie er mit dieser Flöte die Raptoren um Hilfe rufen kann. Also diesmal ruft er wirklich um Hilfe und die Velociraptoren kommen angerannt. Als Grant dann merkt, dass das wirklich funktioniert, pustet er wieder und wieder und wieder in die Pfeife rein, bis irgendwann eine ganze Horde von Velociraptoren da ist und den Spinosaurus angreift. Der Kampf im Skript war dann so beschrieben, eigentlich genauso ähnlich wie auch der Kampf zwischen dem T-Rex und den drei Velociraptoren. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man sich dann dazu entschieden hat, die Szene nicht einzubauen, weil es dann doch irgendwie eine zu arge Kopie gewesen wäre. Nur haben wir hier einfach eine ganze Schar von Velociraptoren. Im Skript war die Rede von nearly 20 of these creatures attacked, also ungefähr 20 von den Velociraptoren haben den Spinosaurus übermannt und quasi überrannt. Nach einem etwas längeren Kampf bricht das Tier dann zusammen und wird lebendig von den Velociraptoren aufgefressen. Während der letzte Schrei des Spinosaurus nochmal durch den Dschungel hallt, rennt unsere Gruppe weg, gelangt dann an den Strand und dann bekommen wir eben das Ende, was wir auch kennen.
Ich finde, es wäre ein ziemlich böser Ausgang für den Spino gewesen, zumal der auch eine richtig große Fanbase hat. Und ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch nicht durchgezogen hat, weil naja, der ursprüngliche Plan war ja, den Spinosaurus gegen den T-Rex zu ersetzen. Das sollte ja das neue Maskottchen werden. Ich weiß nicht, ob in einem Jurassic Park 4 der Spinosaurus immer noch der Ersatz für den T-Rex hätte sein sollen. Aber möglicherweise ist das auch der Grund, warum sie gesagt haben, nee, wir nehmen die Szene raus. Entweder, weil sie einfach eine 1:1 Kopie gewesen wäre von dem Kampf T-Rex gegen Spinosaurus, oder halt, weil sie gesagt haben, nee, wir können den nicht töten, wir müssen den ja in späteren Filmen nochmal vorkommen lassen. Aber auch dann hätte die Szene ja einfach abrupt enden können, mitten im Kampf, hätte man ja einen Cut machen können, dass man eben nicht sieht, wie der Spinosaurus stirbt. Und ich hätte das eigentlich ganz cool gefunden, wenn man nochmal so einen Kampf gesehen hätte, um die 20 Velociraptoren. Das war vielleicht auch für die damalige Zeit zu krass von dem CGI her, aber auch da hätte man einfach Abstriche machen können und eben weniger Raptoren benutzen können, die den Spinosaurus angreifen. Ich hätte es einfach nur zu gerne gesehen und finde, das hätte auch das Ende nicht so abrupt gemacht, wie wir es jetzt eben bekommen haben. Und es wäre einfach cool gewesen, mal zu sehen, wie der Spinosaurus gegen Velociraptoren kämpft, seien wir doch mal ganz ehrlich. Bei allem Trash, was doch Jurassic Park 3 uns bringt, ich meine, wir haben einen sprechenden Velociraptor im Flugzeug, wäre das auch okay gewesen, wenn Dr. Alan Grant irgendwie herausfindet, wie er mit Velociraptoren reden kann. Und da wäre sogar der Flugzeugflug, wo er wirklich mit einem Velociraptor redet, wo der Raptor sagt, Alan, wäre sogar so ein kleines Foreshadowing gewesen auf das, was dann später kommt, dass er nämlich später wirklich mit den Raptoren reden kann. Ich hätte das einfach nur saucool gefunden. Jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Was sagst du dazu? Sagst du, das hätte ich auch gerne gesehen, oder meinst du, nee, komm, der Film ist jetzt eh kompletter Murks? Solltest du aber nicht sagen, weil der Film ist trotzdem ziemlich geil. Ich freue mich, eure Kommentare zu lesen, und würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.